Grundrezept. Dieses Mal habe ich ein Grundrezept für euch, was passend zum Herbst ist und natürlich auch passend zu Halloween. Denn ich habe heute einen Kürbiskuchen für euch gemacht. Da muss ich euch aber gleich sagen, das ist ein amerikanisches Rezept, was ich immer mache. Und das ist wirklich sehr süß. Also wer den nicht ganz so süß haben möchte, der sollte dann am besten den Zucker, den ich jetzt gleich verwende, so ein bisschen reduzieren, dass er nicht ganz so süß wird. Und wie ihr diesen Kuchen jetzt machen könnt, das zeige ich euch jetzt natürlich noch. Für den Kuchen braucht ihr jetzt 200 ml Öl, 250 Gramm geriebenen Kürbis, 150 Gramm gemahlene Mandeln, 250 Gramm Mehl, 400 Gramm Zucker, 1 Teelöffel Zimt, ein Päckchen Backpulver und 4 Eier. Und als erstes nehmen wir uns jetzt den Zucker, das Öl, die Eier und vermixen das Ganze schon mal miteinander. Als nächstes vermixen wir dann schon mal das Backpulver und das Mehl miteinander. Geben jetzt die Backpulver-Mehl-Mischung dazu, die gemahlenen Mandeln und den Teelöffel Zimt und vermixen das jetzt auch wieder gründlich. Und zum Schluss geben wir dann noch unseren Kürbis dazu und heben den mit einem Löffel unter. Und wenn wir das jetzt gut verrührt haben, dann nehmen wir uns jetzt unsere eingefettete Backform und ich nehme dann immer Butter und so ein bisschen Papier von der Butter und schmiere mir das dann schön in jede Rille rein. Und ich nehme jetzt hier eine Gugelhupfform, ihr könnt aber auch einfach eine Springform nehmen oder eine Kastenform, wenn ihr möchtet und füllt dann da euren Teig einfach rein. Und dieser Kuchen kommt dann jetzt bei 160 Grad Umluft für ca. 75 Minuten in den Ofen. Da solltet ihr auf jeden Fall auch immer den Zahnstochertest machen, indem ihr einfach einen Zahnstocher nehmt, den in die Mitte steckt. Und wenn kein Teig mehr am Zahnstocher kleben bleibt, dann ist der Teig auf jeden Fall gut. Und bevor wir den dann noch verzieren, sollte der auf jeden Fall gründlich abkühlen. Wenn ihr euren Kuchen jetzt fertig habt und der auch abgekühlt ist und ihr den vorsichtig aus der Form genommen habt, dann ist der auch fertig. Bei mir ist es jetzt leider passiert, dass der zum Teil an der Form festgeklebt ist und ich den jetzt so ein bisschen zusammenbasteln musste wieder. Darum immer eure Form wirklich gut einfetten, damit das nicht so kleben bleibt. Aber das Gute ist, da der Kuchen ja relativ matschig ist, kann man den dann immer gut hinterher wieder zusammenbasteln, dann klebt er nämlich noch wieder so ein bisschen zusammen. Bei diesem Kuchen mache ich immer am liebsten so eine Schokoglasur dann hinterher drauf. Ihr könnt aber natürlich auch ein Frosting oder eine Buttercreme oder sonstiges zu machen. Mich würde jetzt gerne mal interessieren, wenn ihr schon mal so einen Kürbiskuchen gemacht habt oder auch wenn ihr diesen hier nachgemacht habt, welche Creme ihr dazu gemacht habt. Ob ihr auch einfach eine Schokoglasur gemacht habt oder vielleicht auch eine spezielle Buttercreme oder ein Frosting oder sonstigem. Da würde mich nämlich auch interessieren, was ihr denn so gerne zu einem Kürbiskuchen esst. Und mich würde natürlich auch interessieren, wenn ihr diesen Kuchen nachgemacht habt, wie er euch denn geschmeckt hat. Habt ihr den mit der reduzierten Zuckermenge gemacht oder mit der Zuckermenge, die ich hier gemacht habe? Und wenn ihr vielleicht zu Halloween irgendwie eine schöne Form daraus gemacht habt, dann schickt mir auch gerne Bilder davon, auch gerne bei Facebook, Twitter oder Instagram. Und wenn ihr noch mehr Videos sehen möchtet, habe ich euch hier zum Beispiel schon mal mein Kürbisschnitz-Video verlinkt. Den Kürbis seht ihr jetzt hier noch im Hintergrund und ich finde, wenn man einen Kürbiskuchen macht und so einen großen Kürbis hat, dann kann man das natürlich immer gut kombinieren und muss dann nichts hinterher wegschmeißen. Und auf der anderen Seite verlinke ich euch nochmal das Video, was ich letztes Jahr zu Halloween gemacht habe, meine Spinnen-Cupcakes. Also falls ihr noch mehr Ideen haben wollt, was ihr vielleicht zu Halloween machen könnt, hier ist dann noch eine weitere für euch. Und im Endeffekt war es das jetzt schon wieder für dieses Grundrezept. Darum sage ich jetzt auch schon mal wieder bis zum nächsten Mal und bis dann. Bye bye.